Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt Rally. Die zweite Event geht an, und zwar in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich das positiv auffassen soll oder eher negativ. Wir fangen an mit dem Hammerschrein. 10,8 Kilometer lang, kein Unterschied in der Höhenlage. Asphalt 35%, Beton 62%, Kopfsteinpflaster 3%. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schneller betonen hier. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den Zwischenstand an. Wieso kann ich keine Testfahrt machen? Hey, das finde ich jetzt nicht so toll. Wir sind momentan Siebter. Siebter, das ist, ja, ist so solide. Solide, aber ich habe mir ja eigentlich ein bisschen mehr vorgenommen, aber ging halt nicht mehr im ersten Event. Das war auch Monaco. Und mal gucken, ob wir in Deutschland angreifen können oder nicht. Ich hoffe es so ein bisschen. Warum ich keine Testfahrt machen kann, ist mir gerade ein Rätsel, aber ja gut, ich muss mich hier mal schauen, ob ich hiermit zurechtkomme. 1. Vorsicht! Jawohl, wir fangen erstmal ganz leicht an. Beziehungsweise muss erstmal wieder reinkommen, das ist halt immer das Wichtigste. Rechts 1. Da ist die rechts 1. Jawohl. Scharf rechts. Nicht schneiden, ja, 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 komm. Sofort. Okay. Na, die geht, glaube ich, bestimmt voll. Ja, sie geht voll. Ja. Oh, warum steht hier ein Baum? Warum stand da jetzt ein Baum? Ah, das waren die 4 Sekunden. Komm hoch, komm hoch. Und hinten angedotzt, das war nicht so toll. Das wäre die Kurve nicht so schlecht gewesen. Schade, schade, schade. Ja, wieder Zeit verloren. Und zwar deutlich. Nochmal 4 Sekunden. Ja. Kuppe über Kreuzung. Kuppe und Achtung täuscht. Sofort links 1. Achtung und Kuppe täuscht. Wissen die 1, wenn sie täuscht. 100. Rechts 6, 80. Links 1 nicht schneiden. Weiter. Jawohl. 100 durch 6 über Kreuzung. Ein bisschen was verloren, aber es ging noch. Was war das sofort? Scharf rechts. Bis jetzt läuft die Etappe noch. Bis jetzt. Oder bis jetzt bin ich noch zufrieden. Auch nicht optimal. Suboptimal. Was graben? Außen? Also, dass ich hier nicht vorne bin, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die wurde ja wirklich immer länger. Hier darfst du gar nichts schneiden. Nur meint er dir denn mal dazu, was zu schneiden? Rechts 6 über Kuppe, Achtung, bremsen, scharf links, nicht schneiden. Links 4, 250 durch 6. Scharf links, die war wirklich scharf. Also den Sieg schreibe ich hier aber schon ab.
Gruppe aktiv. Nochmal was verloren. 12 Sekunden ist, glaube ich, schon zu viel für eine Top-Platzierung. Oh. Wo wir die scharf rechts? Das ist eine lange Etappe. Rechts 1, Graf raus, verändert sich, 100, durch Senke, über Kreuzung, 100, durch Senke, über Kreuzung. 100 über Kuppe. 100. 12 Sekunden, immer noch. Achtung, links halten, rechts 5, sofort 90 Grad rechts, nicht schneiden. Ach, das mit dem Flugzeug hier, okay? Genau, die Stelle kenne ich wieder. 90 Grad rechts, nicht schneiden. Scharf links, nicht schneiden. Rechts 400. Die war schön genommen. Oh, die war richtig schön genommen. 400 über Kreuzung. 400, was habt ihr heute so getrieben heute? Ja, langer Tag, ja. Rechts 1, nicht schneiden. Trotzdem noch was verloren. Heftig. 500! Gute Nacht. Ja, hier brauchst du dann Upgrades. Dabei das merkst du dann. Jawohl. Also bis Ziel. 10 Sekunden. 11, 12. Oh, ich habe zum Schluss wenigstens nochmal was aufgeholt. Immerhin zum Schluss nochmal was aufgeholt. In 6:42:4. Das reicht für Zweiter! Wow! Und in 10 ist ja gar nichts. Okay. Ja, ja. Also der Kuppe, der legt mal wieder hier eine Hausnummer vor. Aber. Also ich habe ja. Hier sind die Abstände. Bis 30 Sekunden kann man sich immer was erlauben. Dann bist du schon Achter. Also. Oder die Waldfee. Und 3, okay, Reifenschaden, Rad gebrochen. Also das in Deutschland. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil Deutschland gehört für mich zu der einfachsten Etappe überhaupt. Der Kreuzungsring ist fertig mit einer Streckenlänge von 6,3 Kilometer lang. Unterschiedliche Höhenlagen plus 49 Meter Asphalt, 69% Kopfsteinpflaster, 4% Beton, 27%. Junge, du sollst auf jeden Fall gleich bei YouTube oder Twitch hochladen. Richtig, das wird ja auch gemacht. Aktuelle Position 2. Der Kreuzungsring, der kommt mir auch noch sehr bekannt vor. 3, 2, 1. Vorsicht. Eingang. Oh, da war die Scheibe. Achtung, offene Kehre, rechts, nicht schneiden, bergab, Felsen am Ausgang. Klar, die kann man natürlich noch deutlich aggressiver nehmen. Links 5. Da bin ich bei euch, aber lieber ist sicher. 130, über Kreuzung. 90 Grad links, bergab, durch Tor, 80. Jetzt nicht wegdrehen, keinen Baum mitnehmen. Wow! Links 6, 170. Ja. Achtung, links 4, nicht schneiden. Das war, glaube ich, für mich eher eine 3 oder sowas. Und das sind schon 5 Sekunden. Je, yeah, Gumario. Achtung, rechts 4, nicht schneiden. Gruppe 250 durch Senke. Achtung, bremsen. 90 Grad rechts, nicht schneiden. Felsen, innen und am Ausgang. Links 3, nicht schneiden. Ach, die kenne ich doch hier. Die ist doch ganz beschissen gelegt hier. Nur die 1. Kuppe. Rechts 6.
Kreuzung. 100. Vielleicht Sprung. 100. Achtung. Das ist ein Sprung. Eng. Strohball. 6, 6. Rechts 6. 60. Links 5. Überkreuzung. Minimal was verloren. Vorsicht. Rechts 4. Nicht schneiden. Vorsicht. Links 5. Felsen auf. Überkreuzung. 5. Ich guck nach oben und guck die 5. Ganz schlechte Idee. Rechts 6, Überkreuzung. 8, Überkreuzung. Achtung, links 1, nicht schneiden. Links 1, ich guck, bin nicht schneiden. 300. Den Kuppel schlage ich hier nicht. Der ist echt eine andere Hausnummer. Links 3, links 6 geht da oben. Ja, wieder Zeit verloren. Achtung, rechts 5, über Kuppe, vielleicht Sprung, Torch. Bremsen 90 Grad rechts, nicht schneiden. Vorsicht, Felsen am Ausgang. Täuscht, wie gesagt, ne? Rechts 1, nicht schneiden. Vorsicht, Felsen aber am Ausgang. Täuscht, weil auf einmal kommt die Kurve und du weißt halt nicht, wie schnell. Wunder, über Kreuzung. Ja, aber da bin ich doch gut durchgekommen. Kuppe, links 6, über Kreuzung, 150. Rechts 5, nicht schneiden. Drei, vier, fünf. Ich hab sogar noch was gewonnen zum Schluss. Also dieser Austritt hat eine Zeit gebracht und ich kann, dass es mir Verlust gebracht hat. Okay. Aber nur Dritter, ja gut. Dritter ist so solide. Das ist eigentlich mein Stammplatz neben den beiden. Die fanden genau die gleichen Fragen wie ich. Das kann kein Zufall sein. Ja, es kann kein Zufall sein. 20 Sekunden, jetzt sind wir nur noch auf Position 3. 2 Sekunden vor dem Viertplatz hier. Also da müssen wir uns wahrscheinlich schrecken hier in Deutschland noch. Aber mal schauen. Wahrscheinlich hätte ich die Schikanen enger genommen, weil da habe ich die meiste Zeit liegen gelassen.